Die größten Belohnungen finden sich nicht im Schmerz körperlicher Wunden, sondern in der kunstvollen Zerstörung der Identität, indem man sämtliche Verankerungen von Sicherheit und Kontrolle herausreißt, während das Opfer wimmert und schreit. Das ist Poesie, die killt meine metaphorischen Skills. Zeichnen kein positives Bild, doch bespielen dein Kopfkino mit deinem Body-Horror-Film. In dem Mannequins in Silent Hill unter Mark erschütternden Wand Sirenen durch das Sanatorium brüllen. Zwischen den Zeilen lagernde Leichen, flammbare Brandsätze liegen bereit für dramatische Geiselnahmen in Angstzentren. Und hörst du den Codenamen Pro-Ripper, wirst du zum Onomatophobiker. Vorsicht vor meiner Wortgewalt, ich bin ein Todesrhetoriker, der Slenderman. Ich brauche kein Management, das mir abrät von meiner mich auszeichnenden dekadenten Leverage. Furcht ist eine anerkannte Währung, und am Zahltag lass ich die Hölle über dir einbrechen wie der kandarische Dämon. Angst riss sich durch deine Magenwand. Nimmt es sich ein und macht dich krank. Mach dich auf der Leichenbahre lang. Versuch dich einfach zu entspannen, sie keimt schon in deinem Verstand. Sag mir, was ängstigt dich, mein Kind? Bestimmt hab ich davon noch was im Kellerlabyrinth. Kein Mut, den nicht ein gut platziertes Trauma reinigt. Willkommen in den Outlast Trials. Das ist Poesie, die verstört, sich von negativen Gefühlen ernährt. Der Film, den ich fahr, wird von der FSK bis in die Porentiefe geblurrt. Das ist keine Musik, die du lieben lernst. Das ist Musik wie ein Unfall, der dir widerfährt. Und berührt die Nadel die Platte, bekommst du Panikattacke. Denn ich wirk auf ein intaktes Immunsystem anaphylaktisch. Ich geh dir so tief unter die Haut, ich kann schon deine Organe fühlen. Mich bekommst du nicht mit Bulimie raus, mich wirst du nur los durch Harakiri. Ich verfolg dich noch in deinen Träumen wie ein Inkubus mit Bräuchen eines isolierten Volkes aus dem Hindukusch. In einem stilvollen Mantel aus den Häuten einer Spinnenzucht. Und dein Herz verpasst dir im Tachykardenschleudergang einen Rippenbruch. Angst riss sich durch deine Magenwand. Nimmt es sich ein und macht dich krank. Mach dich auf der Leichenbahre lang. Versuch dich einfach zu entspannen, sie keimt schon in deinem Verstand. Sag mir, was ängstigt dich, mein Kind? Bestimmt hab ich davon noch was im Kellerlabyrinth. Kein Mut, den nicht ein gut platziertes Trauma reinigt. Willkommen in den Outlast Trials.